Willkommen zu den Heute-Nachrichten. Heute im Studio Malte Stoppock. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserem MSD-Heute-Spezial. Der MSD-Sender hat letzte Woche an alle Zuschauer eine Info geschickt und diese Info kam auch in unserer MSD-Heute. Sie alle durften mir Fragen zum MSD-Sender schicken und ich habe versprochen, sie zu beantworten. Und das machen wir in unserer heutigen MSD-Heute-Spezialsendung. Ja, und kommen wir damit direkt zur ersten Frage. Wie lässt sich das Senden und Schneiden mit der Schulzeit vereinen? Also es gibt natürlich Tage, wo man viel zu tun hat, auch von der Schule her. Man muss Vorträge machen, man muss Hausaufgaben machen. Und dann ist es schwierig, gleichzeitig auch noch den MSD-Sender zu machen. Aber wenn es wirklich mal Tage gibt, an denen sich das gar nicht vereinen lässt, dass wirklich mehr Schule ist, dann geht natürlich immer die Schule vor. Und aber meistens lässt sich das schon, wenn man organisiert bleibt, dann lässt sich das schon einrichten, dass beides zu tun ist. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Wie lange schneidest du an einer Sendung? Ja, also ich schneide circa an einer MSD-Heute-Sendung 30 bis 40 Minuten. Es gibt Sendungen, da schneidet man länger dran. Es gibt Sendungen, da schneidet man nur 10 Minuten dran. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass man mal nur 10 Minuten an einer Sendung schneidet. Aber ich denke mal, so 30 Minuten sind schon mindestens einzuplanen, um eine Sendung zu schneiden. Kommen wir zur dritten Frage. Wie kommst du an die Nachrichten? Ja, also es gibt ja immer Quellen, wo man die Nachrichten hernimmt. Bei mir ist es, die Hauptquelle ist bei mir die Tagesschau und natürlich auch die ZDF-Heute-Nachrichten. Es sind, wenn man die Nachrichten von dort nimmt, hat man schon mal eine Sicherheit, dass die Nachrichten echt sind, weil auch schon im ARD und ZDF wird geprüft, ob es Fake News sind oder ob es keine Fake News sind. Deswegen hat man da eigentlich schon eine hohe Sicherheit, dass die News echt sind. Falls man mal skeptisch ist, dann muss man natürlich selber gucken, ist es wirklich passiert? Man sucht Quellen dafür, dass es wirklich passiert ist. Aber das ist schon die Tagesschau und das Heute-Journal ist schon eine gute Quelle. Dann die vierte Frage. Gibt es Tage, an denen du keine Lust hast, eine Sendung zu drehen? Also es kommt sehr, sehr selten vor, dass man mal überhaupt keine Lust hat, eine Sendung zu drehen, aber es kann natürlich auch mal passieren. Dann muss man dann einfach durch, man muss die Sendung drehen, aber es kommt bei mir sehr selten vor. Die fünfte Frage. Mit welchem Programm arbeitest du, um deine Sendungen zu erstellen? Ja, also erstmal, mein Programm ist Filmora 9. Ich bin sehr zufrieden mit dem Programm. Man kann alles machen, zum Beispiel auch das hier. Ich bin ja in meinem Studio und eigentlich sieht es so aus, ich stehe vor einer grünen Wand und dann stehe ich wieder vor meinem wunderschönen MSD-Heute-Studio. Kommen wir zur sechsten Frage. Bist du manchmal verzweifelt, was du in deinen Sendungen sagen sollst? Nein, also verzweifelt bin ich nie, weil ich bin ja sozusagen der Chef. Ich suche mir unter anderem die Nachrichten ja auch selber aus. Von daher bin ich eigentlich immer froh darüber, dass es keine Themen gibt, wo ich mal gar nicht weiß, was ich sagen soll oder wo ich dann verzweifelt bin, was ich da sagen soll. Also es kommt sehr selten vor. Die siebte Frage. Wie wird selektiert, also entschieden, was und welche Themen in die Sendung kommen? Ja, also das passiert in der Redaktionszeit. Hier werden die Themen ausgesucht und auch geschaut, ob sie interessant sind oder nicht. Dann wird geguckt, haben wir Fotos, haben wir vielleicht Videos oder müssen wir einen Beitrag dazu drehen? Genau, und das, wenn dann entschieden wird, in den Supermärkten müssen jetzt Mundschutze getragen werden, dann sagt die Redaktionssitzung oder auch ich sagen mir dann, das ist, glaube ich, mal ganz interessant, man sollte einen Beitrag drehen. Dann wird alles geplant, will man ein Interview drehen, dann ruft man den jeweiligen Markt an, den man vielleicht interviewen will, worüber man einen Beitrag drehen will. Man fragt, darf man hier drehen und mit ihnen ein Interview führen? Und wenn das klappt, ist natürlich, sind wir alle sehr froh, dass das so super geklappt hat. Aber es gibt natürlich auch dann Tage, wo es dann nicht so klappt, wie es eigentlich klappen sollte. Aber meistens klappt es schon ganz gut. Kommen wir nun zur achten Frage. Was sind zukünftige Projekte oder Ideen des MSD-Senders? Ja, also wir drehen bald eine Reportage über die Digitalisierung und die MSD heute bekommt einen neuen Vorspann. Das sind die bisherigen geplanten Projekte, die jetzt bald in den MSD-Sender angelaufen werden sollten. Die neunte Frage. Sie sind Moderator und müssen zu jedem Thema berichten. Manchmal hat man zu Themen andere Meinungen.
Fällt es Ihnen schwer, zu jedem Thema zu berichten, obwohl Sie eine ganz andere Meinung vertreten? Nein, also es kommt eigentlich sehr selten vor, dass man das, was man sagt, dass es gar nicht die eigene Meinung ist. Wenn es mal vorkommen sollte, dann muss man da einfach durch. Aber bei mir ist es sehr selten, dass ich mal eine ganz andere Meinung habe, als das, was ich in der Heute-Sendung sage. Die 10. Frage. Bist du vor einer Show aufgeregt? Es geht so. Also ich sag mal so, es kommt immer auf die Show drauf an. Wir haben ja auch manchmal Live-Shows, dann wenn zum Beispiel Wer wird Millionär im MSC-Sender ist eine Quiz-Show von uns, dann ist man, wenn man wirklich mit Publikum live so eine Show dreht, dann ist es schon mal, ist man schon mal als Moderator aufgeregt. Aber ich bin da eigentlich immer vor der Sendung ganz gechillt und man muss da ganz locker rangehen, dann klappt es auch. Die 11. Frage. Hast du einen Moderator als Vorbild? Ja, also ich habe zwei Moderatoren als Vorbild, und zwar Klaus Kleber vom ZDF-Heute-Journal und Jan Hofer von der Tagesschau. Und nun noch die letzte Frage, die uns erreichte. Wie kam das MST-Logo? Ja, also unser erstes Logo war dieses hier. Aber dann habe ich ja für meinen Sender die Popschütze erstellt, also die man auf die Mikrofone raufmacht, und da war dieses Logo viel zu verpixelt. Und dann wurde mir ein richtiges Logo gezeichnet und dadurch kam dann dieses Logo hier. Ja. Das war's für heute auch schon wieder mit unserem MST-Spezial. Ich hoffe, Ihnen hat es mal einen kleinen Einblick gegeben, wie es hinter den Kulissen aussieht und auch, wie ich es schaffe, eine Sendung zu drehen. Bald kommt ein nächstes hinter den Kulissen. Dann sehen Sie mal, wie es im Studio aussieht. Also so, vor unserem Greenscreen. Genau. Ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten MST heute wieder. Tschüss, Ihnen noch einen schönen Tag.